Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bloody. Schön, dass ihr reinschaut. Ich habe was für euch. Im Hintergrund seht ihr schon eine Weiterentwicklung der stationären Bohrstation aus meinem Let's Play bzw. aus dem Livestream. Eine große Weiterentwicklung. Das ist jetzt eine vollautomatisierte Bohrstation. Leider nicht mobil. Also man kann sie transportieren, wenn man große Schiffe hat, kann man es schnappen und dahin bringen, wo es hin soll. Ich habe jetzt allerdings nichts vorbereitet, was das Ding tragen kann. Ich habe es hier gebaut und ein bisschen getestet und die Welt ist neu geladen und möchte euch das Ding mal zeigen. Und los geht's. Also, ist nichts Tolles, ist eine Plattform. Container ohne Ende, Stauraum, die bewährte Blocktechnik oder Loktechnik, eine Antenne, ein paar Solarpanel, Batterien, Bohrer, Kolben, kennt man alles. Und hier sind jede Menge Timerblöcke. Noch ein paar Sortierer. Schauen wir mal. Ja. Notstromaggregate oben in Form von Hydrogentriebwerken. Engines. Also Motoren. Die nur dann angemacht werden, sollte ich diese Plattform mal irgendwo stehen lassen. Lasst die bohren, bis die fertig ist. Das dauert so 35 Minuten. Ja, dann komme ich wieder hin und merke, oh, komplette Strom ist weg. Das Ding hat sich leer gepumpt, weil das nachts übergearbeitet hat. Die Solarpanel konnten nichts machen. Ja, dann Notstrom an, Akkus laden und weiter geht's. So ist der Plan. Okay. Funktion. Ziemlich simpel. Timerblöcke. Zeig's euch mal. Hier. Der erste Timerblock, die Initialisierung. Dann die sogenannte Schleife oder Loop. Die Loop-Warteschleife. Ja, in der Programmierung kennt ihr das wahrscheinlich, also der eine oder andere. Dann Start-Ende. Also er soll das Ende starten, Wartezeit und das Ende selber. Was ist da drinne? In der Initialisierung finden wir Folgendes. Erstmal 2 Sekunden Delay. Ist nichts Besonderes, nur dass die Bohrer Zeit haben, anfangen zu drehen. Dann Setup Actions. Und zwar haben wir hier oben links und rechts sind ja Fahrwerke, wieder den Ärmchen dran, um das alles zu stabilisieren und festzuhalten, falls es bewegt wird oder ja, einfach nur zur Sicherheit. Die werden als erstes ausgeschaltet. Also nicht ausgeschaltet, sondern werden entriegelt. Dann der Rotorlock wird umgeschaltet. Die Bohrer gehen an. Es wird der Timerblock Loop Start gestartet. Nicht triggert, also Trigger Now, direkt ausgelöst, sondern mit Verzögerung gestartet. Der Timerblock 4.1 Start End Wait wird gestartet. Okay. Klingt jetzt komplizierter, als es ist. Kommen wir zum zweiten. Der hat auch 2 Sekunden. Setup Action. Gucken wir da mal rein. Der dreht den Motor. Also schalten jedes Mal von links auf rechts, von links auf rechts. In jeder Schleife. Also ist die Schleife, wird gestartet oder ausgelöst. Dann dreht er den Motor nach links. In der nächsten Schleife wieder nach rechts. Dann wird hier die Pistengruppe 2 und 1. Interessant, dass die unterschiedlich. Das spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge der drin sind. Er macht die gleichzeitig. Er startet die komplette Reihe auf einmal. Da gibt es keine Verzögerung. Erst das, 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 das. Der macht alles gleichzeitig. Auf jeden Fall wird dann die maximale Ausfahrlänge der Kolben um 1 Meter angehoben. Standardmäßig ist 1 Meter, wenn ihr diese Funktion habt. Wenn ihr jetzt so einen Kolben nehmt und zieht den runter in die Leiste. Wo haben wir? Da gehen wir mal hier hin. Einfacher. Und ihr zieht den jetzt hier runter. Dann habt ihr hier Decrease Maximum Distance und Increase. Nee, Moment. Increase und Decrease. Also erhöhen und
verringern. Die maximale Distanz. So, irgendwo hinklicken. Gut. Das wird hier gemacht. Und standardmäßig macht das Programm dann 1 Meter. Bei 2 Kolben heißt das 2 Meter, wenn beide gleichzeitig runterfahren. Das ist eine Blockgröße ungefähr. Das passt bei den Bohrern perfekt. Und er startet den Timer-Block 3. Den Loop-Wait-Start, sage ich euch jetzt. Und zwar der hier. So. Das ist die Zeit, 3 Minuten 25, die der Motor braucht, um 180 Grad zu drehen. Also hat er dann mit auf beiden Seiten Bohren dran, 360 Grad im Kreis gemacht. Also nicht einmal im Kreis gedreht, sondern 180 Grad, aber teilt durch 2. Ihr versteht schon. Und das braucht 3,5 Minuten. Das habe ich hier eingestellt. Kommen wir hier mal zu den Setup Actions. Und zwar wird hier der Timer Block Loop Trigger Now gestartet. Ja, also der hier. Der wird direkt gestartet, ohne Verzögerung, sondern wird direkt dreh rum, erhöhe die Distanz und starte die Schleife wieder. Ja, jetzt hängen wir da in dieser Schleife drinnen. Hier, bei der hier. Ja, da wird nichts anderes gemacht, wie die Pistengruppe auszufahren. Also er startet den Loop neu. Dann werden die Pisten runtergefahren. Und die Länge, die im Loop davor erhöht wurden, oder im Ramp-Block davor, oder im Timer-Block davor, eingestellt wurden. Kommen wir zum nächsten. Start-End-Weight. Und zwar, klingt komisch, ist aber so. Hier könnt ihr irgendeine Zeit angeben. Dann hört dieser ganze Zyklus auf. Dann hat er von mir aus keinen kompletten Kreis gedreht oder nicht. Oder ihr geht hin und macht diese Zeit mal 10. Denn 10 Meter fährt ein Kolben aus. Er macht jedes Mal 1 Meter. Also habt ihr 10 Meter Weg. Also 10 mal verlängern. Und dann macht ihr das hier mal 10. Also 3250. Nee, Moment. Es sind hier Minuten angegeben, aber passt auf, hier drinnen sind Sekunden. Also müsste ich jetzt 2050... cancel, da. 2050. Sagen wir mal, okay. Das sind 34 Minuten 10. Ohne irgendwelche Wartezeiten oder sowas berechnet. Das ist jetzt einfach nur eine grobe Schätzung und dann ist dieser komplette Zyklus eigentlich zu Ende. So. Was macht er? Er macht nichts anderes wie den Timer-Block Ende jetzt auslösen. Mehr macht er nicht. Und so kommen wir wieder aus der Schleife raus. Zum Schluss. Hier. Ende. Was ist hier drin? Und zwar ist der Rotor-Lock. Wir haben am Anfang, wir gehen davon aus, dass im jetzigen Zustand der Rotor-Lock an ist. Der Motor ist blockiert. Wenn der Zyklus startet, wird er gelöst, damit er sich hin und her bewegen kann. Perfekt. Jetzt zum Schluss soll er ihn auf jeden Fall wieder anhalten, soll die Bohrer ausmachen und soll die Kolben wieder einfahren. Das war's. Ja, wenn das passiert ist, seht ihr Folgendes. Ich gehe mal ganz kurz ins Game-Menü. Und zwar hier unten habe ich einfach Timer Stop. Das ist nichts anderes wie eine Gruppe, wo alle Timer-Blöcke drin sind. Und mit dem, wenn man es hier runterzieht, habe ich hier Stopp gewählt. Ja? Mehr habe ich nicht gemacht. Wenn ich da drauf drücke auf die 1, hält die ganze Chose an. Also hält nicht komplett an, sondern einfach die Timer sind ausgeschaltet. Wenn irgendwelche Verzögerungsdinger drin sind, wie jetzt die paar 30 Minuten oder sowas, das wird alles resettet. Advanced Rotor Lock an-aus. Das ist einfach nur für mich, damit ich, bevor ich den Zyklus starte, sehe, ist das Ding an oder aus. Und es muss auf jeden Fall an sein. Also der Motor muss blockiert sein, bevor ich starte. Dann die Kolben kann ich alle wieder erstmal einfahren. Das ist so ein Sicherheitsding. Hier haben wir, genau, die maximale Länge, die die Timer-Blöcke ja jedes Mal erhöhen pro Zyklus. Die schalten sich nicht automatisch wieder auf 0,
Und sagen wir mal, der hat 8 Meter tief gebohrt und es steht auf 8 Meter. Jetzt seht ihr da 0 Meter. Das ist die maximale Ausfahrlänge momentan. Die ist bei 0. Also wenn ich jetzt sage, dreh um, passiert gar nichts. Oder fahr rein, fahr raus, passiert gar nichts, weil beides 0 ist. Minimal- und Maximallänge. Auf jeden Fall, die muss 0 sein, wenn ich starte. Wenn da jetzt 8 Meter steht und ich starte einen Zyklus, dann fahren die Kolben direkt auf 8 Meter runter während der Drehbewegung und das. Ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht gut. Hier haben wir Reverse vom Motor, also links, rechts, kann ich selber entscheiden, ist er jetzt in der Parkposition oder nicht. Wenn nicht, dann fahren wir den halt zurück, da klicke ich dann drauf und warte halt, bis er an der Position ist. Genau, die Bremsen bzw. die Arretierung, Sicherheitslock. Habe ich hier unten auch nochmal reingelegt. Da sehe ich Ready to Lock, also die sind jetzt gerade nicht verriegelt. Gefällt mir nicht. Hier haben wir einfach Bohrer an und aus und hier haben wir den Timer Block 1 initialisieren. Trigger now. Damit starte ich. Das hier vorne ist einfach nur eine Checkliste. Ja? Gut, gehen wir mal hin. Checkliste, nochmal kurz durchgehen. Auf der 1 ist Stopp, drücke ich immer mal. Wer weiß, ob noch was aktiv ist. Rotor Lock soll auf jeden Fall an sein. Kolben sind eingefahren. Bei der 4 ist 0 Meter eingestellt. Perfekt. Das andere, die 5 brauche ich jetzt nicht. Der ist jetzt in Parkposition. Dann mit der 7 schalte ich die auch an. Mit der 8 geht der Bohrer an, Bohrer aus. Sind aus. Da spielt es auch keine Rolle, ob die jetzt schon an sind oder nicht. Denn wenn ich jetzt auf die 9 drücke, wird der ganze Zyklus gestartet. Und das zeige ich euch jetzt in einem Zeitraffer. Tun wir mal die Kamera so ein bisschen einstellen und ab jetzt habt Spaß. Bye, bye, zack, und es geht los.
So, da bin ich wieder zurück. Die ganze Geschichte hat angehalten. Wir sind jetzt bei 5,50 Meter Tiefe. Ist noch nicht komplett. Also da ist jetzt die Hälfte gewesen. Deswegen, wenn man. Ich glaube nee, der hier. Also der hier müsste um das Doppelte länger sein. Dann würde es gehen. Okay. Schauen wir doch mal, wie viel noch drin ist. Nee, Moment. Time to begin. Ist ja interessant. Der hier läuft. Also dieser Loop, der läuft noch. Aber der hier nicht. Also, ist noch nicht perfekt, aber ganz gut. Und selbst wenn der jetzt wieder starten würde, wäre ja auch nicht schlimm. Er würde dann einfach weitermachen. Und ja, noch eine, also seinen jetzigen Zyklus beenden. Ist nicht schlimm. Schauen wir doch mal, was er alles gesammelt hat. Erstmal leere ausblenden. Ja, nicht wundern, das Nickel und sowas, das hatte ich mal rein, weil ich was testen wollte wegen der Basic Refinery. Joa, die ganzen kleinen Cargo-Container sind alle randvoll. Aber wirklich alle. Gut, sind auch nur 4000 Liter. Aber 42,2 km. Jetzt kommen wir zu den großen. 1,14 km. Joa, das ist eine Hausnummer. Ja, den hier war gerade am Befüllen. Der ist voll, der ist voll, der ist voll, der ist voll. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 große Cargo-Container. Ah, oder sind da noch mehr? Sind nicht noch welche versteckt? Ja, hier ist auch noch ein großer. Also 7 große Cargo-Container. A. 1,4 km. Oder 1,14 waren es, glaube ich. Egal. Es ist ein Arsch voll Zeug. Das war jetzt nur Eis. Okay. Aber ihr seht, hier ist auch Metall drin. Nickel, Lithium und Nickelerz. Das kommt daher. Ich habe das Ding mal auf die Erde gestellt. Also da hinten auf so normale Erde. Und habe da den ersten Test durchlaufen lassen. Da das Ding nämlich auch diese Basic Refineries hat. Und ich wollte wissen, was er vorzieht. Und es ist so, wenn ihr Eisen oder sowas bekommt, hält das hinten dran, außer ihr habt mehr Eisen als Stein. Dann fängt er an, das Eisen vorzuziehen. Genauso ist es beim Nickel. Also ist schon eine Sortierung mit drin, müsst ihr euch gerne Gedanken machen. Das Einzige, wo ihr drauf achten müsst, ist Gravel. Das verstopft euch irgendwann alles. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, soll ich das Ding mal im Workshop veröffentlichen? Ich habe noch fast dieselbe Variante mit Triebwerken. Also das kann man auch fliegen. Kann ich euch gerade mal zeigen. Sofern es nicht explodiert. Beim Hinsetzen. Das ist ja immer so eine Sache. Ja, haben wir. Nein, das war das Verkehrte. Wie gesagt, hier haben wir ihn. Ui, eine wackelige Sache. Also vorsichtig beim Spawn. Ja, so sieht der aus. Und komplett leer. Fliegt er recht gut. Voll. Also wenn der hier randvoll ist mit Eis, hebt er gerade so ab mit den großen Triebwerken. Aber kommt nicht in die Schräglage. Das mag er gar nicht. Okay, ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würdet ihr was ändern? Habt ihr Vorschläge, wie man es noch besser machen kann? Mir fällt nichts ein, außer halt Kleinigkeiten wie Blinkelämpchen oder sonst irgendwas. Aber wenn ihr wollt, dass ich den, wie gesagt, in den Steam Workshop lade, sagt mal Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Generell eure Meinung ist gefragt. Vielen Dank, wer bis hierher geschaut hat. Hashtag
spulen. Ciao, ciao.